Ja, moin Freunde, lasst uns doch mal wieder zusammen räuchern. Und zwar geht es heute um den Knoblauch. Nach der letzten Umfrage auf Facebook in unserer Gruppe, oder besser gesagt in meiner Gruppe, habe ich gefragt, was die Leute sich so ein bisschen wünschen. Es gibt alles geräuchert. Es gibt geräuchertes Salz, es gibt geräucherte Paprika, geräucherte Chilis. Es gibt aber so ziemlich gar keine Anleitungen. Ich habe nur ein Video gefunden, geräucherter Knoblauch. Ich möchte zwei Videos machen, und zwar einmal geräucherter Knoblauch kalt geräuchert und einmal heiß geräuchert. Erstens verfeinern wir den Knoblauch, indem wir dann halt Rauch dran bringen und dann an unsere Speisen, wo wir den Knoblauch mit reintun, dass wir da auch ein bisschen rauchiges Aroma ranbekommen. Das zweite ist, der Knoblauch ist dann länger haltbar. Und das dritte ist, der keimt ja nicht mehr aus, deswegen ist er halt auch dann länger haltbar. Und ja, ich bin auch ganz gespannt, wie dieses Experiment wird. Und werde heiß räuchern im Smoker, also im Gas-Smoker. Wer zum Beispiel einen Räucherofen hat, wo er heiß räuchern kann, kann es da machen. Und ansonsten, ja, bestimmt geht es auch auf dem Grill, indem wir da halt die Temperatur so ein bisschen niedriger halten und einen Deckel haben und ein bisschen Räucherchips. Räuchern werde ich, glaube ich, mit Hickory. Hickory ist sehr intensiv. Und ja, ich werde jetzt draußen alles aufbauen und nehme euch mit und zeige euch, wie es geht. Es dauert gar nicht lange, wir brauchen 30 Minuten die ganze Geschichte heiß räuchern. Bei mir wird es, glaube ich, wahrscheinlich so um die 80 Grad drin sein, im Räucherofen, länger nicht. Also, bis gleich draußen. So, Freunde, angekommen am Räucherofen. Wie ich schon gesagt habe, ich werde die Chips nehmen von Natural Smoke Hickory. Und auf Stufe, wirklich auf die kleinste Stufe. Ich warte es jetzt gleich ab, bis es anfängt zu rauchen. Dann werde ich zumachen und die Zeit stoppe ich mir dann eine halbe Stunde. Länger sollten wir nicht, sonst übergaren wir den Knoblauch und das wollen wir ja nicht. Wir sollten ungefähr bei 70, 80 Grad sein, nicht höher, und dann wirklich nur eine halbe Stunde. Ja, ich werde jetzt gleich mal kurz auf Pause machen. Wenn das Ganze anfängt zu rauchen, zeige ich euch, wie das aussieht, und dann ja, werden wir die ganze Geschichte räuchern. Also, bis gleich. So, Freunde, die erste Rauchentwicklung ist da. Ich werde jetzt die beiden Türen schließen, die Flammen auf minimal stellen und eine halbe Stunde stoppen, und wir sehen uns dann, wenn die halbe Stunde vorbei ist, und dann schauen wir, wie das Ergebnis ist. Also, bis gleich. So, Freunde, ein Wahnsinnsaroma hier in der Küche gerade. Wir haben den Knoblauch jetzt heiß geräuchert. Von einer halben Stunde war das. Und ihr wisst, hier sieht man, hier ist die Schale so ein bisschen abgegangen. Wenn ich das mal so ein weißes Blatt davor halte, sieht man, dass der Knoblauch, ich versuche mal mein Licht noch irgendwie besser zu positionieren, dass der Knoblauch schon die Farbe verändert hat. Von der Konsistenz fühlt man auch, dass der Knoblauch, als ob er so ein bisschen geschrumpft wäre. Ich werde jetzt einfach mal, das heißt das, eine Knoblauchzehe rausholen und die mal, ja, man merkt schon von der Struktur, dass der, ja, da sieht man das auch. Der Knoblauch ist so leicht glasig geworden. Man kann das so schlecht erkennen. So, der Knoblauch ist nicht mehr, ja, der ist halt heiß geräuchert. Der ist glasig geworden und, ja, man riecht auch, dass da Rauch dran ist. Ich werde jetzt kein Knoblauch essen. Ich werde diesen Knoblauch benutzen, um ein weiteres Rezept zu zaubern. Also ihr dürft gespannt bleiben, das wird mit Sicherheit etwas ganz Leckeres. Und der kommt jetzt so in den Keller. Jetzt so, ich sag mal, vor Weihnachten, wer sowieso am Räuchern ist, macht das doch mal für euren Lieben, weil kaum einer kennt geräucherten Knoblauch. Und es ist vielleicht auch eine schöne Geschenkidee, ein Stück Speck, ein oder zwei geräucherte Knoblauch, ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ja, Köpfe. Und ja,
Verfeinert eure Gerichte damit, Salate, Dips und. Und ich finde es cool. Ich werde das auf jeden Fall heute Abend noch ein Video machen, wo ich diesen Knoblauch mit einbinden werde. Und ja, bleibt dran, seid gespannt. Und ich bedanke mich in diesem Sinne fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, bis dahin. Ne? Schade, dass man das nicht erkennen kann. Ich halte nochmal ein Blatt Papier dahinter. Und der hat auf jeden Fall Farbe bekommen, Aroma. Ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Bis zum nächsten Video, bis dahin. Ne?